Salam alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Es ist kein Geheimnis, dass Israel ein Exekutivorgan hat, das sich da Mossad nennt. Hier sehen wir das Logo. Ähnlichkeiten mit bekannten Symbolen aus anderen Bereichen sind garantiert nicht zufällig. Und es ist bekannt, dass Israel einen Krieg gegen den Islam führt. Dazu muss man sich vielleicht mal eine Sache vor Augen führen. Die Welt, in der wir leben. Man will uns weismachen, dass die Organisation Al-Qaida 2001 in der Lage war, die beste Luftabwehr, die es technisch und militärisch auf diesem Planeten gibt, zu überlisten. Sämtliche Geheimdienste, amerikanische und eben auch den israelischen Geheimdienst zu überlisten und Amerika zu besiegen. Und zwar, indem man mitten im Herzen von Amerika das World Trade Center angegriffen hat, zu Fall gebracht hat und einen gezielten Angriff mitten in das Herz von Amerika vonstatten gebracht hat. Das will man uns also begreiflich machen, dass die dazu logistisch in der Lage waren, aber man will uns gleichzeitig begreifbar machen, dass dieselbe Organisation Al-Qaida nicht in der Lage ist, unbemerkt eine Kirche anzugreifen. Das heißt, hier in Deutschland kursieren plötzlich im Internet Pläne von angeblich Bomben und Terrorpläne und was weiß ich nicht alles, am besten noch Bekennerschreiben, sodass eben in der hiesigen Presse zu lesen ist, dass Gefahr droht von den Islamisten und zwar sofort in Sequenz zu dem Angriff in Kairo. Das ist offensichtlich ein wunderbar gelungenes Szenario, dass man gleich sofort nach diesem Anschlag auch sofort weiß, wer es ist, ja, und gleich sofort die Pläne hat und das alles erinnert uns an 9/11. Da wusste man auch sofort, wer das ist, hat man sofort einen Bus gefunden und in dem Bus waren Bücher drin und was für Bücher waren das, wie man einen Boeing fliegt. Das heißt also, alles ist gleich sofort parat, damit man sofort weiß, wer der Täter ist. Das alles erinnert an das Szenario von 9/11. Aber wenn man sich nun das Ganze genauer ansieht und ich eingangs sagte, dass der Mossad und Israel einen Krieg gegen den Islam führt, dann müssen wir uns erst einmal die Art dieses Krieges ansehen, um derartige Behauptungen auch zu untermauern. Der Krieg ist vor allen Dingen auf der psychologischen Ebene und dazu bedient sich das zionistische Machtwerk dem zionistischen Medienbollwerk. Wir sehen, wie gegen den Islam gehetzt wird und auch Nichtmuslime und neutrale Beobachter ist diese schon längst aufgefallen. Die einseitige Berichterstattung und dass jede Straftat in Deutschland gleich sofort mit islamistischen Dschihadismus angeblich dann in Verbindung gebracht wird und versucht wird, wie eben auch schon im Dritten Reich Hitler dieses vollzogen hat an den Juden, man versucht, die Menschen gegen den Islam aufzuwiegeln. Einseitig. Wir sehen die konzertierten Aktionen gegen Muslime. Da geht es um Moscheendurchsuchungen, da geht es um Beschneidungen von Grundrechten und so weiter und so fort. Und wir sehen, dass zum Beispiel ein mächtiges Organ hier in Deutschland, PI News, von Israel gefördert wird. Ist das ein Zufall? Israel führt einen Krieg gegen den Islam und dieses weltweit. Das muss jedem Einzelnen sehr deutlich werden, weil ansonsten laufen wir Gefahr, der Falle dieser Geheimdienste, ja, voll sozusagen als Opfer auf den Leim zu gehen. Was ist denn da passiert? Hosni Mubarak in Ägypten sagt, dass diese Aktionen nicht von Ägyptern, sondern von ausländischen Kräften gesteuert waren. Sofort reagiert der Papst, sofort reagieren alle Medienorgane und natürlich wird der Islam verurteilt. Das ist ganz klar. Wem kann das zuspielen? Das kann nur einem zuspielen, nämlich Israel. Wir erinnern uns in der Vergangenheit an ein ominöses Video, das plötzlich aufgetaucht war, mit brutalen Drohungen. Und es stellte sich heraus, dass der Terrorist mit Bart und Turban, dass dieser kein Muslim ist und auch kein Al-Qaida-Aktivist oder Sympathisant, sondern, ihr werdet es nicht glauben, und wenn ihr es gehört habt, dann solltet ihr euch das wieder in Erinnerung rufen, es war ein Mossad-Agent. Das heißt, es ist sehr wohl bekannt, dass der Mossad interveniert und versucht, beeinflussend die ganze Geschichte zu kontrollieren. Schauen wir uns nochmal genau an, was in Ägypten passiert ist. Man behauptet, dass zwei Muslime entführt wurden von den koptischen Christen.
Wenn wir unterstellen, dass dieses nun wirklich Muslime sind, die dieses getan haben, dann wissen wir, an was orientieren sie sich? Sie orientieren sich immer an den Koran. Und der Koran verbietet ausdrücklich, Gotteshäuser anzugreifen. Sind diese Menschen, die sich Muslime nennen, alle Analphabeten? Sind sie alle dumm? Auf der anderen Seite steht im Koran, dass man immer gerecht handeln muss. Wenn also tatsächlich zwei Muslimas von den Kopten entführt wurden, wie man uns sagt, wie hätten dann die Muslime reagiert? Sie hätten sich auch zwei Kopten entführt. Das heißt, im Gegenzug hätten die sich auch zwei Kopten entführt und dann gesagt, machen wir einen Gefangenenaustausch. Ja? Und hätten gesagt, wir lassen die zwei Kopten frei, wenn ihr unsere zwei Muslimas freilässt. Warum sollten sie eine Autobombe von der Kirche hochgehen lassen, wo noch viel mehr passiert ist von christlich geprägten Armeen in Afghanistan, im Irak, in vielen, vielen Ländern, wo Muslime abgeschlachtet werden? Warum hat man nicht da entsprechend schon so brutal in Ägypten reagiert? Warum? Weil zwei Muslimas entführt werden. Das macht überhaupt gar keinen Sinn und die Unverhältnismäßigkeit beweist, dass hier offensichtlich wieder Dritte am Werk sind. Auf einmal sollen weltweit Christen bedroht werden, weil zwei Muslimas entführt wurden. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an ein anderes Denken, an Denken von Israel. Als denen zwei Soldaten entführt wurden im Libanon, entfachten sie gar einen kompletten Krieg. Das ist ein Denken, das man versucht, auf die Muslime zu übertragen. Aber die Urheber sind schnell erkennbar, die nämlich genau so handeln. Wenn zwei Leute entführt werden, entfachen sie einen Krieg. Muslime würden niemals einen Krieg entfachen, wenn zwei Muslime angeblich von Kopten entführt worden wären. Dann würden sie sich, wie gesagt, auch zwei Kopten im Gegenzug entführen und einen Gefangenenaustausch anregen. Das ist das Handeln in Gerechtigkeit nach Koran und Sunna. Und wir müssen immer berücksichtigen, dass wenn das Verhalten völlig unverhältnismäßig ist und sich nicht mit Koran und Sunna rechtfertigen lässt, dass man nicht immer sagen kann, das sind irregegangene Muslime. Vor allen Dingen, wenn Hosni Mubarak und die Geheimdienste in Ägypten deutlich sagen, dass es sich um ausländische Kräfte handelt und man noch nicht einmal lokalisieren kann, woher die kommen, hat die komplette christliche Welt schon die Al-Qaida verurteilt. Ja? Wobei wir die Al-Qaida sowieso als eine fiktive Organisation sehen, die es so in einem Zusammenhang gar nicht gibt. Und das sagen nicht Muslime, das sagen nicht muslimische Experten. Sagen, Al-Qaida als Organisation gibt es nicht. Ja? Es gibt höchstens eine Gedankengesinnung, ja? Aber diese ist nicht militärisch organisiert und ist schon gar nicht in der Lage, die World Trade Center runterzubekommen oder derartige logistische Angriffe durchzuführen. Das Geld, das Israel investiert für die Propaganda gegen den Islam, ja, das ist sehr wohl bekannt und wir sehen die Ergebnisse und die Früchte. Wir sehen PI News, wir sehen Grüne Pest, wir sehen diese Bollwerk von Internet- und Medienbollwerk gegen den Islam, dass auf einmal renommierte Sender gegen den Islam hetzen, ziemlich auf Kommando und ziemlich zeitgleich. Und das nicht, weil irgendwelche Anschläge verübt wurden, ne? Denn die Anschläge Bombay, London liegen ja schon Jahre zurück, sondern ganz einfach, weil irgendwo ein Knopf gedrückt wurde, weil man gesagt hat, so, jetzt nehmen wir dieses in Angriff. Das heißt, diese Medienhetze, die wir hier erleben, ist ja nicht eine Antwort auf ein 9-11, denn das liegt ja Jahre zurück, sondern es ist eben diese psychologische Kriegsführung, dass man den Menschen aufstacheln möchte. Und hier geschieht jetzt etwas ganz Gewaltiges. Man möchte Muslime und Christen gegeneinander aufbringen. Da fängt man natürlich in Ägypten an, um die koptischen Christen, die ja dort sehr gut vertreten sind, und die Muslime gegeneinander aufzuwiegeln. Man versucht natürlich, die Region in Ägypten zu destabilisieren. Vielleicht denkt man schon weiter und sagt, vielleicht gelingt eine Intervention durch US-Militärs, um auch dort eine Schwächung Ägyptens zu ermöglichen. Denn die einzige Militärmacht, die Israel in dieser Region noch Paroli bieten kann, ist Ägypten. Von daher ist es völlig im Sinne von Israel, dort die Strukturen zu destabilisieren. Und wie gesagt, man darf nicht sagen, wie kommst du denn darauf, wenn man in der Vergangenheit eben den Mossad auch überführt hat. Und zwar mehrfach. Wie gesagt, dieses Terrorvideo, ein Mossad-Agent. Über was die Welt ungerne spricht, aber was nun einfach nun mal auch auf den Tagesordnungspunkt kommen muss. Was waren das für 5 Mossad-Agenten, die am 11. September, wie gesagt, 5 Mossad-Agenten auf einem Fleck, auf einem Haufen, die am 11. September noch, ehe die Zwillingstürme runtergekommen sind, sondern nachdem der Angriff verübt wurde, euphorisch tanzten und festgenommen wurden. Was war das? Wieso tanzen sie? Wieso tanzen sie nach so einem Terroranschlag? Was gibt es denn da für einen Anlass zu tanzen? Wo Menschen dabei sind zu sterben. 3000 Menschen sind in den Zwillingstürmen gestorben. Und Israel zeigte sich doch zutiefst betroffen. Nun frage ich euch, was hat der Mossad-Agent zu tanzen? Und gerade 5 Agenten, die tanzend erwischt wurden. Warum? Wieso? Man erklärte uns, sie sind verrückt. Man erklärt uns, dass diejenigen, die das Video gemacht haben und sich als islamistische Terroristen ausgegeben haben, verrückt sind. Man erklärt uns immer, dass alle verrückt sind.
Komischerweise gehören sie aber der Mossad-Organisation an. Wir dürfen uns nicht aufwiegeln lassen. Wir dürfen uns durch solche Inside-Jobs nicht aufwiegeln lassen. Wir müssen die Besonnenheit wahren. Wir dürfen vor allen Dingen nicht, dass der Funken überspringt und dass die Leute plötzlich anfangen, Muslime zu denken, jetzt ist irgendeine Initialzündung. Es ist überhaupt keine Initialzündung. Es ist eine Intervention von dritter Seite, die versucht, die Kräfte gegeneinander aufzuwiegeln. Und ich sage ganz deutlich, ich habe die größten Befürchtungen, dass es zu Terroraktionen kommt gegen christliche Einrichtungen, prominente christliche Einrichtungen, von denen Muslime nicht einmal wissen oder in irgendeiner Form involviert sind. Ich habe die größten Bedenken, dass wieder etwas im Gange ist. Ich sehe wieder die Handschrift. Ich sehe wieder diese Kommandoaktion. In Ägypten findet diese Terrortat statt und sofort verurteilt der Papst. Sofort haben wir die Medien auf dem Plan. Alles ist wie auf Kommando. Und in dieses Szenario und in diese Stimmung würde jetzt eben gerade Israel und Mossad zusagen, wenn es noch einen anderen Anschlag gibt. Und wir hören, sämtliche christlichen Einrichtungen werden bedroht. Ich habe das Gefühl, und ich werde ganz ehrlich dieses Gefühl nicht los, dass jetzt wieder einmal irgendwo in eine prominente christliche Stätte ein Anschlag verübt wird, um sozusagen das Fass zum Überlaufen zu bringen. Es ist da jemand am Schraubwerk dran, um die Kulturen und Religionen gegeneinander aufzuwiegeln. Natürlich Muslime und Christen. Und das ist genau das, was Israel braucht. Israel braucht eine islamhostile Atmosphäre, um endlich seinen Krieg gegen Iran zu beginnen, um endlich den gewaltigen Militärfaktor Ägypten auszuschalten und den Amerikaner vor allem auf den Plan zu bringen. Es soll wieder einmal der Fingerzeig auf die Muslime erfolgen. Man hat genug Muslime abgeschlachtet in Irak und Afghanistan. Man sitzt auf der Anklagebank wegen 9/11, aber nur unterschwellig. Um dem allen Abhilfe zu schaffen, wird ein neues Szenario erschaffen. Und wie sieht es aus? Das große Ablenkungsmanöver. Jetzt greift man die Christen an. Natürlich, was wird resultieren? Noch mehr Empörung. Nachdem man in Deutschland die psychologische Kriegsführung durch die Medien schon durchgeführt hat, nachdem die Aversion schon am Siedepunkt ist, kommen jetzt diese Aktionen und diese Nachrichten noch dazu. Irgendwann muss doch das Pulver übergehen. Das heißt, man möchte den Bürgerkrieg. Und ich warne davor, dass man hier einfach schnell aburteilt und dass man sich von diesen Emotionen schüren lässt. Es ist gesteuert von außen. Und wenn man das nicht erkennt, dass die Geheimdienste diese Aktionen durchführen und eben nicht die Religionsanhänger, und wenn man endlich erkennt, dass auch im Irak Sunniten und Schiiten gegenseitig aufgebracht werden durch derartige konzertierte Geheimdienstaktionen, und wenn man auch endlich begreift, dass wir eben nur auf das zurückgreifen können, wo wir sie erwischt haben, weil deswegen sind es ja Geheimdienstorganisationen, sie agieren clever. Und wir können nicht immer die Indizien bringen und sagen, sie waren es. Aber wir können auf die Vergangenheit eben diese Dinge, wo wir sie erwischt haben, aufführen, um deutlich zu machen, seht doch, sie sind involviert. Sie verkleiden sich als Terroristen und geben Videobotschaften. Sie tanzten am 11. September, die Mossad-Agenten, nachdem ein Terroranschlag verübt wurde. Wenn es Mossad-Agenten sind, die nicht involviert sind, warum tanzen die? Warum sind die nicht bei den amerikanischen Behörden, um sich zu vergewissern, was überhaupt passiert ist? Warum sichern sie nicht auch mit ab in ihrer Eigenschaft als Geheimdienstorganisation, wenn sie nichts damit zu tun haben? Das ist doch die schlechteste oder denkbar schlechteste Reaktion, zu tanzen, freudig zu tanzen, das zu befürworten. Wenn es nun Zivilisten wären, könnte man sagen, was ist denn mit denen? Verschobene Ansichten. Aber nein, es sind Mossad-Agenten. Und gibt ganz einfach den faden Beigeschmack, dass die sagen, geglückt, Mission accomplished. Bei jedem Computerspiel, wenn du erfolgreich bist, steht da Mission accomplished. Und genau so wirkt dieses Tanzen. Wir haben es geschafft, Jungs, wir haben es auf die Reihe gekriegt. Jetzt tanzen wir. Wir haben es geschafft. Warum sollten denn sonst die Agenten tanzen? Warum wird das nicht endlich auf den Plan gerufen? Denn wir können nur an derartigen Indizien die Leute überführen. Sie handeln geschickt. Wir können nicht immer aktuelle Indizien bieten. Und wir können auch nicht Jahre später im Rückblick die Indizien bieten und dann sagen, dann ist es aber leider passiert und eskaliert, aber die waren's. Sondern wir können nur auf diese Indizien zurückverweisen, die es gibt, aus der Vergangenheit, um daraus Rückschluss zu nehmen, wer das alles machen kann. Zumal eben auch die ägyptische Führung sagt, dass dieses von ausländischen Kräften, und das ist noch diplomatisch formuliert, gesteuert wird. Deswegen erwacht und lasst euch nicht vor diesen emotionalen Karren spannen. Werdet auch nicht opportun, dass ihr meint, dass euer Hass gegen den Islam endlich auch gerechtfertigt ist und dann einfach nur blind agiert, sondern dass ihr immer euren Verstand einschaltet und euch nicht durch Emotionen zu Handlungen bewegen lässt, sondern Emotionen sind immer eins, ein Ausschalten des Verstandes. Handelt nüchtern und betrachtet die Indizien aus der Vergangenheit, betrachtet das Involvieren der Geheimdienste, wo sie überführt wurden, und versucht zu begreifen, was gespielt wird. Die psychologische Kriegsführung durch die Medien, die einheitliche Hetze gegen den Islam. Jetzt
aus allen Richtungen. Ja, es kommt ein Terroranschlag, sofort wissen wir, wer es war. Der Papst kommt schon sofort und verurteilt den Islam. Die Medien legen sofort nach. Sofort gibt es Pläne im Internet von irgendwelchen Bombenplänen, wo eben koptische Christen in Deutschland plötzlich bedroht sind. Alles auf einmal, ziemlich schnell, ja, ziemlich aufeinanderfolgend. Erkennt ihr denn nicht die Kommandostruktur? Deswegen, ich warne davor, sich hier durch Emotionen einheizen zu lassen und einfach zu sagen, so jetzt beginnt der Kulturclash. Dieser wird ganz klar gesteuert. Wenn ihr euch gegenseitig aufwiegeln lässt, seid ihr selber schuld. Wenn ihr euren Verstand nicht benutzt, wenn ihr nicht in die Vergangenheit blickt, wenn ihr keine Fragen stellt, dann seid ihr selber schuld. Wenn diejenigen, die intervenieren, geschickt die Leute gegenseitig aufbringen, weil diejenigen, die sich gegenseitig aufbringen lassen, nicht nachdenken, ihren Verstand nicht einschalten, sondern sich einfach nur von den Resultaten bewegen lassen und sagen, huch, Attentat, die waren's. Huch, Attentat, jene waren's. Und nicht überlegen, werden wir hier nicht gesteuert? Gibt es nicht eine dritte Kraft, die uns gegenseitig aufbringen will? Es ist wichtig, dass die beiden, die gegenseitig aufgebracht werden sollen, hier Muslime und Christen, gemeinsam den gemeinsamen Feind erkennen und sagen, wir lassen uns nicht gegenseitig aufbringen, sondern wir bleiben nüchtern. Dies sind Geheimdienstaktionen. Hier soll etwas gesteuert werden, doch dazu lassen wir uns nicht vor den Karren spannen. Das ist eine schwache Stimme, die ich habe, aber ich hoffe, dass durch diese auch durch diesen Impetus auf die Gedanken, dass die Menschen anfangen zu überlegen und das übertragen auf andere und besonnen sind und immer noch den wahren Blick aufrechterhalten und sagen, hier stimmt was nicht. Genau wie 9/11 was nicht stimmte. Genau wie am 11. September 5 Mossad-Agenten auf den Straßen tanzten, was nicht stimmte. So müsst ihr immer die Frage stellen, hier stimmt was nicht. Lasst euch nicht durch das Oberflächliche steuern, sonst werden wir einem Bürgerkrieg entgegenrennen und die Parteien, die sich gegenseitig bekriegen, haben sich gegenseitig überhaupt nichts angetan, sondern es ist von dritter Seite gekommen und die, wisst ihr, was die machen? Könnt ihr euch das vorstellen, was die dann machen? Denkt an den 11. September. Sie werden auf den Straßen tanzen und wir werden uns bekriegen. Ist das, was ihr wollt? Deswegen bleibt besonnen und lasst nicht die Agitatoren tanzen, sondern diejenigen, die tanzen wollen, die müssen wir überführen. Die müssen wir überführen ihrer Lüge und ihrer Intrigen und ihrem Involvieren für Unfrieden, damit wir die Leute endlich kassieren, die versuchen, gegenseitig die Kulturen aufzubringen. Es ist ein Riesenbollwerk, gegen das wir stehen. Aber wenn jeder Einzelne seinen Verstand anstrengt und seine Stimme erhebt für den Frieden und für die Gerechtigkeit in der Welt, dann werden wir was erreichen. Gemeinsam. Wenn wir uns aber nur durch die Resultate steuern lassen und nicht überlegen, wie sie herrühren, woher sie herrühren und unseren Verstand komplett ausschalten und die Emotionen dirigieren, dann haben wir keine Chance. Dann wird der Clash kommen, den Dritte wollen. Und dann werden sie auch aus ihrer Sicht zurecht tanzen. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, meine lieben Brüder und Schwestern im Islam und allen anderen ein tiefes Nachdenken.